Das stimmt nicht. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Deshalb bitte ich dich, nach Tomana zu kommen. Ich muss dir etwas erzählen. Es geht um meine Söhne. So, mein Mann war jetzt gerade deutlich schneller als ich, so dass er das Ganze schon gestartet hatte, bevor ich wieder hier war. Ja, so ungefähr. Ich musste jetzt auch nur gerade mal einmal quasi raushüpfen bei meinem Handy und wieder reinhüpfen, weil ich nämlich da nämlich sonst, weil sich der Stream da ja beendet hat, sozusagen einmal, sonst gar nicht mehr eure Nachrichten lesen kann, weil das dann stehen bleibt auch. Und ich leider die Erfahrung gemacht habe, dass normalerweise, ich kriege die Nachrichten zum Teil eingeblendet hier. Auf dem Laptop, aber zum Teil halt auch nicht. Das ist mir nämlich in der Vergangenheit bei den anderen Streams schon aufgefallen. Und ich möchte ja nicht irgendwas verpassen, sozusagen, was ihr schreibt. Das ist sonst ein bisschen ärgerlich. Und deswegen habe ich das Handy immer noch nebenbei liegen, weil auch manchmal die Nachrichten so kurz eingeblendet sind. Und wenn ihr dann eine längere Nachricht schreibt, dann ist das schon wieder aus dem Bild verschwunden, sozusagen, bevor ich überhaupt die Chance habe, das komplett zu lesen, was dann auch irgendwie uncool ist. Okay, gut. Ich hoffe, ihr habt den Film gesehen. Im Gegensatz zu mir, ich habe nur einen Teil gesehen, aber gut, ich kenne die Spiele ja, von dem her ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich kann auch quasi gar nicht mehr nach oben scrollen, weil bei mir ist der Chat jetzt sozusagen völlig jungfräulich. Du hast den vollen dritten Teil verpasst. Ist nicht schlimm, ist ja noch, sind ja die Videos sind noch da, also du kannst rein theoretisch, wenn du Lust dazu hast, alles noch nachgucken. Noch ist es da. Ist ja immer nur so um die 2 Wochen lang oder sowas, dann verschwindet es ja. Gucken, eine Sekunde.
Hängt die Chatbox jetzt bei euch noch? Weil bei mir hängt sie nämlich noch. Also, ich hatte aber auch gerade irgendwie total komische Probleme, überhaupt mit dem Handy in den Stream reinzukommen, weil jedes Mal, wenn ich den. Hängt immer noch, okay, wir gucken. Jedes Mal, wenn ich quasi in den Livestream reingehüpft bin, bin ich nach einer Minute wieder in irgendeinem der alten Videos gelandet. Es war irgendwie total crazy. Das hatte ich noch gar nie. So, wir machen es jetzt einfach mal einmal komplett raus und dann machen wir sie nochmal rein und dann hoffentlich funktioniert es dann. Ist aber auch echt jedes Mal ist irgendwas, ne? Ich habe nur einen Laptop, ich habe quasi kein PC mit mehreren Bildschirmen. So luxuriös bin ich nicht ausgestattet. So, jetzt sieht es aber doch ganz gut aus. Test, 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 jawohl. Also bei mir sieht es gut aus, ich hoffe bei euch auch. Wundervoll. So, dann können wir doch jetzt endlich mal starten. So. Neues Spiel. Legen wir los. Auch das wie die anderen, ne? Ich habe das jetzt ewig nicht mehr gespielt. Alle Müs-Spiele sind schon ein Weilchen. Das hier ist wirklich richtig cool. Es sei denn, man hat Angst vor Engstellen. Vater und ich haben keine, aber Mutter macht manchmal die Augen zu, wenn ich fahre. Zum Glück ist sie gerade nicht zu Hause, sonst hätte ich dich bestimmt nicht alleine abholen dürfen. Hey, hast du den Bildrekorder etwa neu? Wie cool! Ich kenne eine gute Stelle, um ihn auszuprobieren. Festhalten! So. Von hier aus nicht schön? Immer wenn du früher mal bei uns warst, hast du sehr gern hier gehalten. Ist doch wirklich schön hier. Nur zu, mach ein Bild. Jetzt noch weiß, welches der Bildrekorder ist, das hier. Pass auf, dass dein Daumen nicht im Bild ist. Vater ruiniert so ständig unsere Bilder. Haben wir Hast du gemacht. es? Du solltest es in deinem Tagebuch lassen. Dann kannst du es jedes Mal rausnehmen und ansehen, wenn du uns vermisst. Ja, also Tomana würde ich zum Wohnen auch nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich immer extrem hübsch. Wobei Riven bleibt einfach mein liebstes Zeitalter. Es tut mir leid. Atris. Aber das finde ich optisch einfach am tollsten. Ich sage Vater Bescheid. Komm schon. So, wie ich eben ja schon gesagt habe, das spielt circa 10 Jahre nach dem dritten Teil. Das bedeutet, das Mädchen ist Yisha, das Baby, das wir in Teil 3 gesehen haben. Und ja, finde ich, Automana in Revelation ist unfassbar schön. Definitiv zustimmen. Und nein, das ist sozusagen das einzige von den dreien Kindern von Catherine und Atreus, das nicht böse ist. Das ist wirklich ein gutes Kind, sagen wir es mal so. Ne? Sie ist ja auch noch recht klein. Sie ist ja circa 11, 10 oder 11 Jahre alt jetzt zu dem Zeitpunkt. So, the little girl is Yisha, the little daughter from Atreus and Catherine we saw as a baby in the third game. So, and this is Tomana.
We all only saw Atris' office and a bit of the view from the Solarium in Game 3. Das war auch etwas, muss ich sagen, wo ich mich wahnsinnig gefreut habe, als das Spiel damals rauskam, dass man Tomana jetzt ganz sehen kann in diesem Spiel und in Tomana rumlaufen kann, weil man ja nur das Solarium, das Büro gesehen hat und das sah damals schon so schön aus im dritten Teil. Und da habe ich mich unfassbar darüber gefreut, dass man das hier so gut sehen kann. Nochmal ganz kurz als Hintergrundinformation, wo Tomana wirklich gelegen ist. Das ist nämlich tatsächlich bei uns auf unserer Erde, in keiner anderen Welt. Und es ist in den USA, im Staat New Mexico, und zwar in der Nähe von der Schlucht. Das ist ein Riss, ein großer Riss im Boden, den man in den späteren Spielen auch noch sehen wird, der ganz große Rolle spielt in dem ersten der drei Bücher, und zwar in dem Buch Atris Well, dass der Platz ist, wo Atris bei seiner Großmutter aufgewachsen ist. Und ganz in der Nähe von der Schlucht ist auch der Eingang in die unterirdische Stadt der Dani. So, just a little background information. This is Tomana. It's located in the US state of New Mexico. It's near the cleft, where Atris grew up by his grandmother, and the cleft is near the entrance of the fallen city of Dani. Ja, okay. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Und ich muss auch sagen, ich finde ja immer die ganzen Fahrten in den Spielen, die sind ja immer toll. Ich fand auch diese Fahrt quasi bis hierher zum Eingang, die fand ich auch immer total schick. Ja, ich bin so langsam. Alles gut. Ich quatsch zu viel. So, kommst du hier rein, kriegst du ja erstmal einen Stromschlag verpasst. Das ist auch sehr, sehr gut. So, Caution. Na klar. Ich stell's mal lauter in der Ecke. Sagt mir bitte, ob das dann besser ist. Für euch. Ich glaube, hier kann man nur wieder aufmachen und wieder rausgehen, wenn ich mich richtig erinnere. So, wir gucken uns gleich noch in Ruhe um. Ich will nur erstmal die Szene auslösen. Hallo, mein Freund. Ich sehe, du bist heil angekommen. Nun, ich hoffe, Yishas Fahrstil war nicht zu ungewöhnlich. Nun, du fragst dich sicher schon, warum du hier bist. Die Wahrheit ist, ich brauche deine Hilfe. Wie du weißt, sind meine Söhne Cirrus und Achana seit über 20 Jahren gefangen, weil sie viele meiner Welten zerstört haben. Damals beschlossen Katharina und ich, sie in Gefangenschaft zu lassen, weil wir hofften, sie würden sich ändern. Und jetzt glaubt Katharina, wir sollten unsere Söhne freilassen. Aber ich brauche eine objektive Meinung. Ich muss wissen, ob Cirrus und Achana es verdient haben, frei zu sein. Und du bist der Einzige, dem wir vertrauen. Du kennst das Kristallsichtgerät. Ich habe ein paar Änderungen gemacht und die Klangkomponente ist noch unkalibriert. Gemeinsam schaffen wir das bestimmt sogar noch schneller. Und dann zeige ich dir beide Gefängniswelten, bevor wir dorthin gehen. Du gehst am besten zur Schaltfläche und dann können wir beginnen. So, ich wollte nur nicht in die Szene reinreden. Also ja, das ist Atris, den wir im ersten Teil gerettet haben. Ja, man hat Katharina sowohl in Teil 2 am Ende als auch jetzt in Teil 3 am Anfang und am Ende gesehen. Und ja, ich glaube, wir sehen sie auch in diesem Teil wieder da. Bin mir jetzt gerade tatsächlich gar nicht sicher. Ich muss mal nur ganz kurz gucken wegen der Lautstärke nochmal. Eine Sekunde. Oh, fang an, es dauert nicht lang.
Nee, Atris ist ein guter Kerl. Das ist nicht schwierig, mein Freund. Ja. Läuft hier. Ich hab nichts angefasst. Ich war's nicht. Oh, so ein Mist. Der Bildmodulator ist durchgebrannt. Die Kabel sind völlig verschmort. Nun, das Sichtgerät scheint okay zu sein. Also vielleicht, wenn ich nach Rhyme... Okay. Der Plan hat sich geändert, mein Freund. Die Explosion hat die Hauptstromquelle ausgeschaltet und anscheinend meinen neuen Bildmodulator beschädigt. Ich habe noch einen auf Rhyme. Ich werde dorthin gehen und ihn mitbringen. Oh, aber zuerst muss ich zur Spalte, um Werkzeug zu holen. Warum kümmerst du dich nicht so lange um den Strom? Geh zum Wasserradsteuerraum. Und schließ die beiden Notfallventile. Dann kontaktierst du mich von hier mit dem Kristallsichtgerät. Die Kristallkombination für Rhyme steht in meinem Buch. Ja, jetzt darfst du mir mal sagen, Jaffras oder Jaffras? Damit es auch funktioniert. J oder... mir war ehrlich gesagt nicht mehr bewusst, dass man dieses Rätsel überspringen kann. Ich habe dieses Spiel so oft gespielt. Aber ich habe nie so lange gewartet. Ich bin jetzt nur noch mal einmal schnell rausgehüpft, um das mit dem Ton noch mal neu einzustellen. Also sagt mir mal bitte, ob das jetzt lautstärkentechnisch für euch besser ist. Aber ich bin jetzt gerade leicht verdattert, dass es mir jetzt das Signaldingens übersprungen hat. Ich dachte immer, der Kurzschluss wird erst ausgelöst, quasi wenn du das Rätsel quasi hinter dich gebracht hast. Gut, also haben wir schon mal das Problem schon mal gelöst sozusagen, dass der Ton besser passt. So, I'm a little bit surprised, because normally there is a little puzzle here where you have to get the signals right, and I just topped out because Jaffra said, please make it a little bit louder, and I didn't know that you can... just wait and the energy is gone. I always thought you have to do the signal puzzle to get to the point. So I'm totally surprised now that I don't have to do this. I played the game so often, but I never waited, and so I didn't know that you can just not do this one. Ja, es tut mir echt wahnsinnig leid. Wie gesagt, das war mir nicht bewusst, weil ich war immer sozusagen ganz brav und habe da immer jedes Mal direkt hier dran gehangen. Nur dachte ich, naja, weil du das mit dem Thron gesagt hattest, dann mache ich das gleich und nachher vergesse ich es wieder, ne? Ja, okay. Das ist im Endeffekt, hätten wir dann hier mehrere Signale einstellen müssen. Und Atris hätte dann immer gesagt, ob es richtig ist oder höher oder das passt schon und so weiter. Ja gut, das haben wir dann halt jetzt übersprungen. So, we missed this one. Was wir aber jetzt natürlich erstmal machen können, ist uns erstmal hier ordentlich umzuschauen. Gibt es ein paar Sachen, die man hier so angucken kann. So, there are a few things to look. Ah, okay, ich glaube, da brauchen wir erst noch das, Amulett. Dann liest es ja die Sachen immer vor. Ich würde da heute tatsächlich drauf warten und das erst nachholen, wenn wir das Amulett haben, weil ich immer noch, die Kehlkopfentzündung nicht hundertprozentig weg ist und ich merke, dass meine Stimme nicht so perfekt ist, und ich würde es dann lieber vorlesen lassen, anstatt dass ich selber lese. Damit ich meine Stimme nicht über die Maßen beanspruche. So, there is the possibility in this games to let everything, let the game read the stuff out loud, so that you don't have to read it. And I would do this because
I had an infection in my larynx, and my voice isn't completely normal, and the last few days I didn't have had a voice at all. I couldn't talk, and I don't want to overdo it, so I will wait until we get the amulet to get this read out loud. Okay, nur so, dass ihr wisst, warum ich das jetzt nicht vorlese. Wir holen das dann aber nach. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es alles hier zu entdecken gibt. Ich weiß nur, da gibt überall ein bisschen was an Kram versteckt. Ist auch lustig, ne? Wenn du irgendwo in die Gegend drückst, dann hämmert er da so dagegen und du hörst dann auch je nach Oberfläche unterschiedliche Geräusche. Das finde ich ganz lustig gemacht hier in dem Teil. Ja, ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Also es war richtig, richtig eklig. Ich bin ja immer noch erkältet, man hört es ja. Das fing ja letzte Woche schon an. Und nach dem letzten Stream am Freitag, wo wir ja auch gezockt haben, da rede ich ja meistens ein bisschen mehr als beim Malen, da habe ich dann schon im Stream gemerkt, so zum Schluss hin, weil das, da habe ich ja auch echt bis 2 Uhr morgens, freitags geht das immer länger, sage ich jetzt mal, wegen Wochenende. Und da habe ich schon gemerkt, dass meine Stimme echt super beansprucht ist. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und es kam kein Ton mehr raus. Also ich konnte wirklich nicht mehr reden. Das Einzige, was noch ging, war flüstern. Und alles andere ging halt überhaupt nicht. Mein Mann hatte so scherzeshalber gemeint, so von wegen, ja, dann... ich weiß gar nicht mehr, irgendwas hat er gesagt, was ich für Geräusche machen soll. Da sage ich, geht ja nicht, kann ja nicht, es kommt nicht raus. Ne? Ging einfach nicht. Und das war wirklich Samstag, Sonntag und gestern so, dass halt die Stimme einfach komplett weg war. 3 Tage lang. Das war echt eklig. Ist auch richtig scheiße, wenn du dich nicht, wenn du nicht richtig kommunizieren kannst. Ich hatte das, vor vielen, vielen Jahren schon einmal. Da hatte ich dann auch 3 Tage tatsächlich keine Stimme. Das war nach meinem Staatsexamen. da habe ich eine Lungenentzündung gehabt. Da war ich echt übelst krank, 2 Wochen lang. So dieser ganze Examensdruck halt einfach, der dann weg war. Und da hatte ich halt auch gleichzeitig, hat sich wohl der Kehlkopf mit entzündet und 3 Tage lang völlig ohne Stimme gewesen. So, also wir können hier von hier oben tatsächlich so ein bisschen was schon sehen von Tomana. Und diese ganzen Häuser, die hier stehen, das ist im Endeffekt alles das Zuhause von Atris und seiner Familie. Und wir haben, das hier ist Yishas Zimmer, das hier ist das elterliche Schlafzimmer, das ist das Gewächshaus. Hier haben wir Küche und Wohnzimmer. Und das ist das Labor. Irgendwie. Ne, das, ne, warte mal, das ist ein Gewächshaus und das ist, glaube ich, hier das, so eine Art Gewächshaus von Catherine. Und da gibt es einen Tunnel durch auf die andere Seite vom Fels. Und da ist dann dieses Solarium, in dem wir im ersten Teil waren, und auch das Büro von Atris. Also als grobe Orientierungshilfe. Da hinten sieht man noch das Kraftwerk, mit dem die Familie quasi den Strom generiert. Wir müssen ja immer dran denken, ne? Wir sind jetzt in den 1820er Jahren, also sind schon sehr fortschrittlich im Verhältnis zur restlichen menschlichen Zivilisation. So, we have a good look from this point over Tumana. So, all the buildings you see is
practically the home of the family. This is the parents' sleeping room, and this is Isha's room. That's the living room and the kitchen. Here's the generator. We have two different kind of greenhouses, and here there is the tunnel where you can go to the solarium and Atrus's office, which we saw in the third game already. Ja, das ist der Grund auch im Endeffekt, warum ich jetzt heute zocke, weil ich noch so erkältet bin. Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn du eine zuhende Nase hast und dich ständig kopfüber übers Bild hängst beim Malen, ist es, sag ich mal, läuft sofort alles dicht. Ich krieg keine Luft mehr und das habe auch gemerkt, dass ich da massiv Kopfschmerzen von kriege. Ich habe gestern mal probiert, ob es geht, und das ist einfach super, super anstrengend momentan. Deswegen habe ich gesagt, mache ich heute einen Zock-Stream anstatt dem Kunststream, weil es weniger anstrengend für mich ist. Ich kann aufrecht sitzen. Und ja, ich muss mich tatsächlich hier weniger konzentrieren als beim Malen. Deswegen habe ich gesagt, dass für mich einfach aktuell besser ist. So, ja, hier. Hier funktioniert ja gerade nichts. Aber wir hören. Na, anderes Geräusch als bei dem Holz. So, da wir leider noch ohne Strom sind, funktioniert hier auch momentan nichts. Das können wir uns aber, wenn wir den Strom wieder eingeschaltet haben, genauer angucken. So, jetzt haben wir aber hier schon mal den Hinweis, dass es vom Strom aus hier hingeht, zu diesem Gebäude. Und da werden wir da quasi den Stromverteiler finden. Das heißt, wir wissen schon mal, wo wir hin müssen. Was ganz gut ist. Da haben wir hier für die Apparatur hier schon mal noch einen Hinweis. Ich glaube, das kann man nicht mehr hochheben. So, this one is for this one, but we have no energy. That's also the reason why this won't work. And we can see the energy source here, and that it's connected to this house, so that's where we have to go. Entschuldigung, ich hatte das nur gerade zur Seite getan, weil ich einen Schluck getrunken habe. Netterweise funktioniert der Aufzug noch. Der scheint energietechnisch anders versorgt zu sein. Und wir sehen hier, es gibt drei verschiedene Ebenen, die wir nutzen können. Und wir fahren jetzt mal in die Mitte. So, we have three different floors. And we choose the middle one for now. Gerade echt nur wieder steuerungstechnisch ein bisschen umgewöhnen von den anderen Spielen, weil die Steuerung hier doch ein bisschen arg anders ist. So. Und wir sehen jetzt hier schon, ne, eine Schiene, die hier lang fährt und die hier unterhalb lang geht. Also man kann sich eigentlich jetzt schon denken, dass das irgendwie mit dem Aufzug was zu tun hat. Sieht das nicht toll aus? Ich finde es einfach total schön. So beautiful. I would totally take this one to live. Also,
You live very quiet here. You don't have any neighbors. So can be as loud as you want. Hat man ja echt den Vorteil, ne? Ist völlig allein hier. Gibt keine irgendwie nervigen Nachbarn oder sowas oder irgendwie, in dem man selber stören könnte. Hier sehen wir ein Stück von der Bahn, mit der wir gekommen sind. Wasserfall hier. Ein super klares Wasser. So, das ist auch nochmal hier so eine Art Gewächshaus. Das konnte man jetzt von oben nicht so gut sehen, weil das halt quasi fast hier drunter ist, ne? Da, das meine ich. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich in dem Spiel einfach toll. Ne? Kann alles andappen und man hört dann halt auch die entsprechenden Geräusche. That's something I really like in the game, that they really took the time to get all the different sounds when you tap on it. So. Man sieht, man kann hier runtergehen. Das finde ich auch total toll. Und hier haben wir den Stammbaum der Familie. Natürlich in Dani geschrieben. So, ich kann es leider immer noch nicht lesen. Wenn es zu meiner Teenager-Zeit, zu Zeit der Spiele schon, sag ich mal, das Internetvolumen von heute gehabt hätte, also auch die Möglichkeiten, sag ich mal, und die Schnelligkeit und wie einfach man ins Internet kommt, ne, von allen möglichen Geräten, hätte ich damals sicherlich das Alphabet auch gefunden. Das kann man ja im Internet sich angucken. Ich habe es auch verlinkt für alle, die sag ich mal, da interessiert sind. Da habe ich ja auch jede Menge Hintergrundinformationen zu den Spielen, aber auch zu Kunst und so weiter. Und ja, also wenn ich das damals die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich gelernt, weil ich bei sowas immer schnell dabei gewesen bin. Aber jetzt so als Erwachsener hat man halt nicht mehr so die Zeit. Und da ich ja schon Japanisch und Spanisch lerne, wäre das ein bisschen arg viel. Aber ja, das zeigt uns halt den Stammbaum. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, weil ich es nicht lesen kann, von welcher Richtung in welche Richtung das jetzt am sinnvollsten zu lesen ist. Normalerweise geht es ja eigentlich von unten nach oben, aber ich denke, dass es hier andersrum ist, weil... Ja, wobei, doch könnte schon sein, ne? Die haben ja drei Kinder, dass sie Cirrus, Akena und Yisha auf eine Ending gesetzt haben. Weiß ich jetzt nicht. So, that's the family tree, but it's written in Dani and I can't read it. But for some ambitious people who can read Dani or want to take the time to translate everything, I have in my Discord, I have the alphabet, or you can look it up in the internet. Okay. Und hier sehen wir auch schon ein bisschen, ne, dass die Familie hier auch so ein bisschen Obst und sowas anpflanzt. Ne? So, das ist eine Lampe, aber es ist hell, deswegen ist sie nicht an. Und wir haben gerade auch keinen Strom, wahrscheinlich auch deswegen. Die Leiter war hier hinter mir. Das habe ich tatsächlich auch erst nach einer Weile rausgefunden, dass man da tatsächlich runtergehen kann in den Gewächshäusern. Hey, komm her, das musst du sehen. Meine Kette hat's mir gezeigt. Hab sie vor 2 Wochen in Serenia bekommen. Sie zeigt mir alles Mögliche. Findest du das komisch, dass mir meine Kette Dinge zeigt? So geht's Vater. Er sagt, vieles in Serenia sei nicht real. Aber meine Brüder glauben mir.
Hinia ist übrigens ein Zeitalter, das von Catherine geschrieben wird und das, nein, die ist überhaupt nicht böse. Nein, alles gut. Ja, Serenia ist ein Zeitalter, das von Catherine geschrieben wird und Catherine ist ja so eine, die extrem gut darin ist, quasi die Regeln der Kunst zu beugen und mehr zu dehnen, als andere. Und das merkt man in ihren Welten auch ganz oft. Die sind ein bisschen anders, sag ich mal. Ne? Also, ja. Ihr werdet es noch sehen. So, Yisha told us about your amulet that she got it 2 weeks ago in Serenia. And that her amulet shows her things, and her father thinks it's kind of weird because a lot of stuff is weird in Serenia and not so real. And but also that her brothers believe her. And Serenia is actually age written by Catherine, and Catherine is very good at bending the laws of the art, so her edges are mostly different than others. Okay. Dann wollen wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Und hier rein. Das ist ja das untere Gebäude, was ich vorhin gesagt habe. Und das ist quasi hier so Catherines Pflanzenlabor, sage ich jetzt mal. Und da ist der Sicherungskasten. So, that's Catherine's plant office. I don't know how to call it. But here we have the energy thing. So, und wir sehen jetzt schon hier die zwei, die blinken. Das heißt, die müssen wir auf grün setzen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und das müssen wir machen, indem wir hier die Dinge hier so lange hin und her schieben, bis es leveltechnisch quasi passt. So, these two we have to get to the green level. And we have to put the stuff back and forth until we get the right amount. Da ich in solchen Spielen nicht so wie mein Mann bin, indem ich irgendwie 50 Schritte vorausrechnen kann, weil Mathe und ich einfach keine Freunde sind, bin ich immer diejenige, die hier einfach wahllos hin und her ömmelt, bis das quasi passt. Ich muss mal gerade überlegen, das ging jetzt quasi. Hi Bull, vielen, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen, Raiders. Wie geht's euch allen? Nicht wundern, ich klinge ziemlich erkältet. Ich hatte eine Kehlkopfentzündung oder habe immer noch eine Kehlkopfentzündung. Es ist nur, ich habe jetzt heute den quasi ersten Tag wieder überhaupt Stimme. Ich habe die letzten 3 Tage quasi keine Stimme mehr gehabt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Habt ihr irgendwas Neues gezockt? Ich habe nämlich nicht drauf geguckt, muss ich gestehen, weil ich hier beschäftigt war. Wir haben eben noch den dritten Teil von der Mystreihe zu Ende gespielt und haben jetzt gerade quasi den vierten Teil angefangen. Also wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind jetzt hier in Turmana angekommen und ja, wir haben quasi zusammen mit Atreus geschafft, das Stromnetz zu überlasten und müssen das jetzt wieder korrigieren. So, jetzt bin ich aber gerade, ich dachte, ich muss hier irgendwie, muss ich hier noch irgendwie näher hin? Muss doch hier irgendwie die Also ich war immer der Meinung, man muss hier irgendwie den Knopf drücken und den anderen, damit man das irgendwie hin und her ömmeln kann. Jetzt bin ich gerade leicht irritiert. Hä? Ja, es ist halt irgendwie schwierig ohne also ich finde das irgendwie blöd, wenn ich gar nichts sag. Aber ich dachte mir, quatschen tue ich bei beiden und wie gesagt,
kopfüber runterbeugen und so funktioniert einfach gerade maltechnisch halt so leider überhaupt nicht. Deswegen war das jetzt quasi insgesamt doch besser für mich. Ihr habt Sons of the Forest gespielt, zu viert. Ach ja, cool. Da hattet ihr hoffentlich viel Spaß. Kelle, das macht mich jetzt gerade völlig. Kirre, warum geht denn das jetzt nicht? Sowas macht mich immer völlig, völlig kirre. Das ist immer dieses, du hast das Spiel schon mal gespielt oder mehrfach gespielt und du weißt rein theoretisch, was du machen musst, aber warum zum Henker geht's nicht? Muss ich erst noch hinten am. Das kann natürlich sein, dass ich nochmal einmal zum Kraftwerk laufen muss. So. I'm not quite sure if I have to the energy source. Ich glaube, da muss man irgendwie so ein Nothebeln vielleicht noch umlegen. Ich weiß es nicht. So, jetzt blinkt es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das jetzt geholfen hat. Und ja, sehen hier, dass sich das Ding nicht dreht. Steht still. Was ja jetzt bei einem Wasserkraftwerk nicht wirklich so hilfreich ist, wenn man Strom haben will. Das war das Spiel, was du letztes Mal schon erwähnt hattest, ne? Meine ich. Da hattest du letztes Mal schon was von erzählt. Ja, Isha ist jetzt auch wieder weg. Ja, du? Lass mich raten. Vater hat das Stromnetz überlastet, nicht wahr? Passiert ihm oft. Mutter hat ihn überredet, hier noch einen Sicherungskasten einzubauen. Oh nein! Der Sicherungskasten ist da, damit einige Dinge im Haus immer Strom haben. Die Lichter sind nicht richtig erleuchtet. Nur ein grünes Licht oben auf einer Reihe bedeutet, dass etwas Strom hat. Ob wir ihn umlenken können? Ja, das hat noch gefehlt. So. Lieber nicht. Mutter mag es nicht, wenn ich hier am Strom herumspiele. Komm, mein Kleiner, auf zu deinen Freunden. Hey, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja cool. Ich glaube, meine Käfer bauen ein Nest. Oh, toll. Das muss ich Vater zeigen, sobald er nach Hause kommt. Er liebt es, sowas zu sehen. Naja, nicht vergessen, wir sind in den 1820er Jahren, ne? Da hat man noch ein bisschen anders gequatscht. So für heutige Verhältnisse wäre das sicherlich eigenartig, aber. Ah, jetzt funktioniert die Kiste doch. Hervorragend. Da können wir jetzt quasi, ne? Ich glaube, so funktioniert das. Jawohl, jetzt können wir das quasi hin und her lenken. Richtig. Wollen wir das jetzt auch so machen? Dann haben wir das nicht gleich, weil da eins mehr ist. Ich dachte, dass wir jetzt, wenn ich das auf die gleiche Art und Weise mache, dann kriege ich das hin. Aber das wäre zu einfach. Thank you.
1, 2, 4, 6. Wir brauchen 5. Die Zimmer sind noch nicht richtig erleuchtet. Am besten bei hellem Tageslicht und Sonnenschein, wenn eh kein Licht an ist. Das kommt dann ganz besonders gut. Aber hey, ich würde mal sagen, so in den 1820er Jahren wäre das der Normalfall gewesen, dass Zimmer nicht richtig erleuchtet sind, weil die meisten Gebäude damals ja noch mit sag ich mal, Kerzenschein oder Gaslaternen oder sowas beleuchtet waren. Von dem her war das eigentlich so der Normalzustand. Und die Tatsache, dass die hier quasi so voll mit Strom versorgt sind, ist nur der Dani-Herkunft von Atris zu verdanken, die ja deutlich, sag ich mal, unserer Zivilisation voraus waren zu der Zeit. Einfach schon allein aus der Tatsache heraus, dass die schon, sag ich mal, vor dem ersten Spiel irgendwie 7000 Jahre lang als sehr erfolgreiche Zivilisation unterirdisch sozusagen technisch versiert waren und weit davor noch auf ihrer eigentlichen Heimatwelt, die ja untergegangen ist, auf Gartenay. Das heißt, Jahrtausende quasi an Geschichte sozusagen mit Technik, die damals der Menschheit weit, weit voraus war. So, das bringt mich gerade leider nicht ganz so weit. Sollte doch jetzt. Jawohl. So. That should get our problem with the energy solved. Wo ist er dann? Ich muss nur tröten. I hear Yisha somewhere, but I'm not sure where she is. Oh no. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück und gucken mal,
ob Atris inzwischen wieder da ist. Der wollte ja nach Rhyme, um irgendwelche Kristalle zu holen. So, we will go back and take a look if Atris is back from Rhyme. Okay, hier wird's lauter. Okay, funktioniert nicht. Na dann, eben nicht. Okay. Ob sie hier unten ist, wenn man sie eben hier so laut gehört hat. Ah, there she is. Hab jetzt keine Zeit. Ich versuche mich gerade an ein sehr schwieriges Lied aus Serenia zu erinnern. Ich muss es perfekt können, weil ich versprochen habe, es beim nächsten Mal meinem Bruder vorzuspielen. Ja, wohl, denke ich auch. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, was sich da sprachlich getan hat. Gerade so im adeligen Bereich, na, da hat man seine Eltern ja auch gesiezt. Man hat die nicht geduzt oder so. Und man hat die Leute ja gerade so, die, sag ich mal, wenn der Adel mit irgendwelchen Leuten gesprochen hat, dann hat man ja auch nicht gesagt, hier, du, geh mal weg oder sowas, sondern möge er sich entfernen. Ne? Also man hat ja doch recht geschwollen, sag ich mal, teilweise gesprochen. Also von dem her... Gut, wir nutzen jetzt einfach mal die Gelegenheit, weil der Aufzug irgendwie nicht so wirklich will. Und gucken mal, ob wir hier uns mal gerade ein bisschen mehr umgucken können. Ich war eigentlich der Meinung, dass wir jetzt hier wieder zurücklaufen müssen, aber... Schon hier scheinbar überall. Kann man antippen, dann rennt er weg. Hier einen Blick vielleicht aus der Richtung. Da sehen wir jetzt hier auch ganz toll, ne, dass die mittlere Etage und dass der Aufzug hier bis runter fährt und dann fährt er im Endeffekt bis hier rüber. Sehr praktisch. Kannst im Endeffekt trocken hier rüberkommen, wenn es mal regnen sollte. Wobei ich denke, New Mexico, so viel Regen wird das hier nicht sehen. So, hier haben wir eine Plakette. Das Ende wird noch nicht geschrieben. Tomana. Das ist im Endeffekt ein Satz, der ja in den früheren Spielen ganz oft am Ende noch gesagt wird oder am Anfang, dass das Ende noch nicht geschrieben worden ist. Tomana, da haben sie sich ja niedergelassen nach den Ereignissen von Myst und Riven sozusagen. Weil sie gesagt haben, nach dem, was die Söhne getan haben, wollten sie nicht wieder zurück nach Myst ziehen, weil sie einfach einen neuen Anfang brauchten. Etwas, wo nicht so viele negative Erinnerungen dran geknüpft sind. Und das kann man ja auch nun wirklich verstehen, nach dem, was da passiert ist mit den beiden Söhnen. So, they... choose to move here to Tomana after the events von Myst und Riven because they wanted a new start and didn't want to live in Myst anymore because of all the negative memories, and that's something I really can understand. Ja, das ist auch was, wo ich sagen würde, also ja,
dieses Schlafzimmer würde ich sofort nehmen. Ich finde das so absolut großartig. Es ist absolut wunderschön. Und vor allem, wenn man sich jetzt mal anguckt, wenn man hier in diesem Bett liegt, wenn man sich dann vorstellt, wenn es dunkel ist, den ganzen Lichtern oben, dann kann man überall den Sternenhimmel sehen. Das sieht bestimmt total toll aus. Der einzige Nachteil ist, ich hätte da gerne irgendwie, also, ne, Atrus ist ja nun technisch versiert, ich hätte irgendwas gemacht, wo man definitiv hier wie eine Art Jalousie oder irgendwas drüber ziehen kann, dass ich nicht morgens um 5 im Sommer wach werde, weil es taghell ist im Raum. So. Absolutely love this bedroom. It's so beautiful, and I always think when you lie here in your bed and it's dark, then you can see the stars and the moon through the windows. That's really, really lovely. And the only thing I would dislike is that you can't put anything. Before all the windows, so that in summer when it's when the sun rises at 5 a.m. then it's really, really bright in the room. So, aber irgendwie, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwie müssen wir doch jetzt hier mit dem Aufzug doch noch fahren können. Ich will jetzt auch noch nicht alles genau angucken. Eigentlich möchte ich ganz gerne mit Atrus quatschen. Ist auch total schön hier mit dem Buntglas, sag ich jetzt mal, im Boden. Vielleicht können wir den von hier jetzt nutzen. Geht auch nicht. Geht denn das alles nicht? Warum noch eigentlich jetzt den Strom wieder hergestellt? Brücke geht auch nicht. Das finde ich übrigens sehr lustig, weil wir sehen ja jetzt hier ist das Haus, also Häuschen von Yisha mit dem Küchen- und Wohnhaus vernetzt. Und diese Brücke, die lässt sich quasi hier rüber bewegen, so dass man sie hier rüber zieht zwischen diesen zwei Gebäuden. Und das Kind steht plötzlich vor der Tür. Ja, gut, das ist natürlich, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also, wie gesagt, irgendwas zum Zuziehen wäre da schon ganz nett, ne? Mein Gut, sie ist weiter unten und sie ist weiter weg, aber das hindert sie ja nicht daran. Wobei, da muss man natürlich auch wieder sagen, ne? Wir befinden uns von der Zeit von 200 Jahren und da haben wir wieder das Thema, dass es einfach so ist, dass zu der Zeit, ja, überleg dir das mal, gerade bei ärmeren Familien und so, die teilweise nur einen Raum hatten, war es halt einfach so, dass die Eltern und die Kinder halt auch im gleichen Zimmer gepennt haben. Ne? Also da wurde da weniger Rücksicht drauf genommen wie heute. Ich glaube, da waren die Leute halt auch einfach nicht ganz so notgedrungen, nicht so pingelig, was das angeht, weil halt einfach du nicht die Chance hattest, oft dich da räumlich zu trennen. Ne? Es sei denn, du hast genug Kohle gehabt, dir ein entsprechend großes Haus zu gönnen. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal zum Kraftwerk gehen, ne? Weil wir ja jetzt wieder die Energie dahin gelenkt haben. Ich doof. Kopf. Da war ja noch der Knopf. Den
hat ja eben nichts gebracht, aber vielleicht bringt er ja jetzt was. Jetzt leuchtet das ja auch hier. Ah, Gott, ja. Ich bin... Nee, ich glaube auch. Alles klar, vielen, vielen lieben Dank nochmal, Bull, für den Raid. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und schlaf gut. So, jetzt sollte doch hoffentlich der doofe Aufzug wieder funktionieren. Ja, das ist eigentlich auch total bekloppt, weil auf der einen Seite war man früher prüder, ne, weil das ganze Thema Sex einfach drüber reden und so weiter ja super stark tabuisiert war. Oh, was geht jetzt hier? Ne? Okay. Hier ist was explodiert und ganz offensichtlich haben wir eine ordentlich auf den Kopf gekriegt, weil es ist, wie wir wieder aufwachen, Nacht und unsere Sicht ist nicht wirklich so die beste. So, there was an explosion, obviously. And we really hit our head, because our sight is very wobbly and it's already dark now. So, we were unconscious for a few hours. Okay, so we lost the way to the energy source, to the bedroom, to Yisha's room, to the kitchen, and we only can go back here. Ich meine, ja, ich weiß, was passiert. Ja, ich habe die Spiele schon gespielt, aber ich will ja nicht alles vorher verraten. Also, ich weiß, warum es explodiert ist. Ich weiß, wer dahinter steckt. Und alles. Aber das verrate ich ja jetzt nur nicht im Voraus. Ne? So. Was wir jetzt natürlich aber wieder haben, ist ein funktionierender Aufzug. Weil wir ja die Stromquelle umgelenkt haben. Sofern es jetzt nicht mit explodiert ist. Und wenn man jetzt mal hier runter spickt, da waren wir ja vorher schon unten, da sieht man jetzt, dass das Licht an ist. Kann man gerade einmal runtergehen? Nee, ist es nicht. Okay. Aber hier sind die Lichter an. Das hat man zumindest auch von oben gesehen. Okay, das geht. Ich dachte, das geht nicht. Spannend. Ich war eigentlich der Meinung, das funktioniert nicht. So I thought that won't work at the moment. But it does, surprisingly. Ich habe gedacht, das müssen wir uns erst wieder irgendwie frei arbeiten. Also ja, so rüber könnten wir natürlich dann wieder... dahin. Aber eigentlich wollen wir ja da nach oben. Also müssen wir jetzt wohl und übel nochmal zurück. Es tut mir leid. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ne, also man war auf der einen Seite diesbezüglich brüde, dass man nicht drüber geredet hat und dass ja rein theoretisch bestimmte Sachen überhaupt nicht erlaubt waren. Also die Kirche hat einem ja vorgeschrieben, nur Missionarsstellung, und dann hat es tatsächlich einen Kalender gegeben, ganz früher, wo die Kirche gesagt hat, an den und den Tagen ist das überhaupt nur erlaubt, Sex zu haben mit deinem Ehemann oder Ehefrau.
Das war teilweise schon krass reguliert. Ich meine, ja, klar, die Leute haben sich da nicht dran gehalten. Ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte, aber ja. Nee, ich hatte es ja eben schon erwähnt, das ist der letzte Teil, in dem wir diesen Charakter quasi spielen, weil zwischen diesem Teil und dem nächsten Teil ein ziemlicher Zeitsprung ist von, weiß nicht, ich glaube 200 Jahren oder so. Da ist unser jetzt spielbarer Charakter ja nicht mehr am Leben, das ist ein Mensch, der lebt nicht so lange. Der spielbare Charakter ist ja leider Gottes kein Dani und deswegen auch niemand, der eine Lebenserwartung von 3 bis Maximum 400 Jahren hat. Also der älteste Dani ist irgendwie 394 oder irgendwie sowas geworden. So, sieht auch im Dunkeln wirklich sehr, sehr hübsch aus. So, was jetzt aber ja wieder funktionieren sollte, sind die ganzen Sachen hier, weil ja rein theoretisch der Strom wieder da ist. Und jetzt können wir hier nämlich mal so einen Blick drauf werfen. Das sehen wir hier quasi Überwachungssystem. Das ist, sieht noch sehr nach dem Solarium aus. Das würde ich sagen, ist Arbeitsbereich. Das sieht so, ja, Gesamtüberblick hier über Tomane. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Also man sieht auf jeden Fall, dass Atris sehr vorsichtig geworden ist nach all dem und hier schon die Möglichkeit eingebaut hat, quasi von dieser Stelle hier, von seinem Arbeitsbereich, Blick über das ganze Wohnen zu haben. Ja, genau. Er stirbt, das Buch verbrennt, Spielende. Keine Ahnung. Nein. Ging das jetzt nochmal? So, I have to. Open the ceiling. Ich glaube, da muss ich erst noch hier irgendwie das Dach öffnen oder sowas. Meine ich. Ist auch einfach schön, ne, dass jedes Mal sich die Familie in die Scheiße reitet und wir sie jedes Mal wieder befreien müssen. Da wir uns auf der Erde befinden, ist es auch klar, welcher Mond das ist. Kann ja eigentlich nur unser Erdmond sein. Wobei, es ist in Myst-Spiele. Man weiß nie. Man hat auch schon in Riven durch den Boden die Sterne gesehen und so weiter. Es ist schon. Ich weiß gar nicht, wie weit kann man das denn drehen? Ich muss eben auf die rechte Maustaste kommen.
Das muss man ja auch einstellen. Ich weiß nicht, ob es nur das hier ist. Und das hier nur Spielerei ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, I'm not quite sure about this. Sorry. I'm not sure if we only have to put this one on. And if this here is only fun thing to do. I don't remember. But we have to put a signal on, I think, for the crystal view. Der Jupitermond, ja, das wäre ein bisschen weit weg, ne? Ja klar, bin müssen wir der Depp von die, vom Dienst. Definitiv. Aber sonst hätten wir ja auch keine Spiele. Ich meine, irgendwer muss ich ja in die Scheiße reiten, sonst können wir ja nichts machen. So, I think this one should. Ja. Jetzt haben wir quasi die Antenne eingeschaltet und deswegen geht das jetzt überhaupt. Eben schnell einen Schluck trinken und definitiv, glaube ich, nochmal so ein Bonbon lutschen nebenbei. Sonst muss ich nämlich hier die ganze Zeit husten. So. Ah, okay. Da fällt mir noch was ein. Wir hatten ja noch gesagt, wir müssen ja noch das Buch uns angucken und dazu wollte ich ja eigentlich die, die Kette haben von Yisha und die haben wir uns jetzt gar nicht mitgenommen. Wenn ich wieder mal. Natürlich, weil ich keinen super Plan in meinem Kopf habe, weil das einfach zu lange her ist. Das heißt, wir fahren jetzt mal in die Mitte, damit ich den ganzen Schmuck nämlich nicht laut vorlesen muss und ein bisschen meinen angegriffenen Kehlkopf schonen kann. Alles klar. Capranium, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich super gefreut und ich wünsche dir eine gute Nacht und noch eine schöne Woche. Und vielleicht sehen wir uns am Freitag wieder, wenn du da Zeit und Lust hast. Und ich sag's mal so, wenn du die Sachen jetzt nur nicht nachgucken kannst oder möchtest, ich habe eigentlich vor, die irgendwann mal noch auf dem YouTube-Kanal hochzuladen, die Let's Plays, weil why not? Von dem her, selbst wenn sie dann hier jetzt nicht mehr zu sehen sind, werden sie definitiv früher oder später auf dem YouTube-Kanal landen. So, ich weiß nicht mehr, wo die Kette liegt. Irgendwo liegt sie. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die nahe dieser goldenen Kugel liegen, die man in dem Intro-Video gesehen hat. Und da ist ja die Brücke eingestürzt, da kommen wir ja nicht mehr lang. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich war auch wirklich sehr brav, was das Stimme schon angeht, abgesehen jetzt hier von heute Abend. Habe ich die letzten Tage wirklich so gut wie nichts gesprochen. Was mich persönlich jetzt weniger stören würde, aber mit Kindern ist es halt echt nicht ganz so einfach. So, seht ihr mal, hätten wir doch gleich am Anfang machen können, wo wir ja eh schon rübergefahren sind. Und zwar, man sieht es ja hier schon, dass hier was leuchtet unterhalb des Schlafzimmers. Und es wäre nicht Atris und Catherines zu Hause, wenn es nicht irgendwo geheime Räume gegeben würde. Und wir kennen das jetzt nun schon von Myst, dass, sag ich mal, der Kamin immer so ein Ort ist, den man sich mal genauer angucken sollte. Und das machen wir jetzt hier auch einmal.
So, das ist definitiv ein sehr altes Bild. Da waren die Jungs noch sehr klein. Und man sieht, das ist auf Myst, wenn man sieht hier den Uhrenturm und den Brunnen mit dem Boot. So, that's a really old picture, because this is oft on the island of Myst. We can see the clock tower here and we can see the little fountain with the boat. Or better said, the ship, it's not a boat. Und da sehen wir die Kette. So, und die wird uns jetzt durchs Spiel begleiten und immer wenn die so leuchtet, dann zeigt sie uns etwas. So, we saw that she pressed the button, that this goes down, and we will take a look at this later, but I wanted it mainly for reading reasons, because we need the code from the book. So, das werden wir uns alles später angucken. Ich wollte es ja jetzt erstmal haben, damit wir uns das Tagebuch vorlesen lassen können, damit ich das nicht alles vorlesen muss. Wo ist denn hier die Öffnung? Bin ich jetzt wieder mal doof oder was? Wo ist denn hier? Da. Kelle, Kelle. Das auch sehr cool, dass es hier keinen Autofokus hat, so dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, ich möchte lieber aus dem Fenster vielleicht rausgucken, anstatt aus dem. Und ich quasi selber entscheiden kann, in welche Richtung der Charakter gucken soll. Like that you can decide yourself where your should look too, so it's not fixed. Und man hat ja schon mehrfach Yisha über ihre Brüder reden hören und daran erkennt man eigentlich schon, dass ganz offensichtlich sie ihre Brüder kennt, trotzdem, dass sie in diesen Gefängniswelten sind. Also auf irgendeine Art und Weise muss die Familie noch nach wie vor Kontakt zu den Brüdern haben. Und zwar so einen aktiven Kontakt, dass sich die Leute auch unterhalten können. Nee, das war's nicht. So, we heard Yisha talking about her brothers a few times. So, we know that the family somehow has regular contact with them and are able to talk with them. So. Das ist das, was ich hier meine. Das ist so angenehm hier. 97.9.15. Ich bin immer wieder überrascht, wie schön es ist, nach Hause zu kommen. Am Tag schimmert die Hitze von den Klippen und umhüllt mich mit unerwarteter Wärme. Nachts streicht der Wind sanft den See und ich höre, wie Katharina etwas für Yisha singt. Ihre Stimmen erfüllen mich mit großer Freude. Und ich frage mich, warum ich je ging. Vielleicht fällt mir das heute mehr auf, da ich so lange allein in Rhyme war. Aber es ging nicht anders. Ich habe Cirrus und Achanas Gefängniswelten schon zu lange nicht gesehen und musste sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Das Sichtgerät zeigte nicht viel und ich überlegte, wie es zu verbessern sei. Ich bin mir sicher, dass, wenn ich den Mechanismus verändere, ich ein besseres Bild erhalte. Ich muss Katharina noch... Atris writes about how he is always happy to come back home, because it's so beautiful here, and always when he came back that he asked himself why he decided to go in the first place. And also,
that he was in Rhyme alone for a longer time. That was because he had to watch the prison worlds from Cirrus and Akenar, because he didn't do it in a long time, and he wanted to check if everything is okay. And he has a crystal viewer there, and he is thinking about how to get this one better. Davon erzähl. Ich möchte aber keine falschen Hoffnungen wecken. 97.9.22. Nach einem zu kurzen Besuch bei meiner Familie kehrte ich für Tests nach Rhyme zurück. Die eisigen Temperaturen dieser Welt sind wichtig für die Kristalle, aber es ist schwer, in der Kälte zu arbeiten. Vielleicht kann ich die Temperaturen innerhalb des Sichtgeräts simulieren, so dass ich es dann in Tomana installieren kann. So, he got gone back to Rhyme for more tests, and that Rhyme is a world with very low temperatures. It's very icy, and that's important for the crystals. And he is thinking about how to simulate these temperatures into Mana so that he can build a viewer there. 97.10.1. Heute Nacht habe ich die Experimente ausgesetzt, um die Lichter am Himmel zu beobachten. Sie sind noch immer wunderschön. Ich hatte diesmal aber nicht wirklich Freude daran, denn ich dachte an Cirrus und Achena und an die Monate, in denen wir die Türme bauten. Schon bald wurde aus den schönen Erinnerungen tiefes Bedauern. Ich werde nie wissen, warum meine Söhne zu gierig wurden. Ich weiß nur, dass sie, als sie von den Welten lasen, in die man so einfach reisen konnte, nur Träume von Reichtum und Macht sahen. Sie heckten einen Plan aus. Einen finsteren Plan. Als ich ihnen den Rücken zudrehte, gingen sie in meine Welten, plünderten und zerstörten sie. Ich weiß, dass Cirrus und Achena dafür zahlen müssen, aber ich empfinde keine Freude, sie mir in unbewohnten Welten... So he's asking himself, why Cirrus and Achena decided to betray him and why they only are interested in money and might and basically that he's suffering about the whole story. Vorzustellen, wie ich schrieb, um meine Bücherei zu schützen. Ich kann nur hoffen, dass meine Söhne einst ihre niederen Begierden bereuen und sich ändern möchten. 97.10.27. Nachdem ich mit mehreren Flüssiggasen experimentierte, fand ich eine Druckvariable, mit der das Sichtgerät in Tomana funktionieren sollte. Morgen werde ich mir in Relation Hilfe von der Gilde der Machinisten besorgen. 98.1.10. Katharina war sehr still, als ich ihr die neuen Pläne zeigte. Sie glaubt, dass das neue Gerät funktionieren wird, würde unsere Söhne aber gerne besuchen. Ich auch, aber bis ich nicht von ihrer Reue überzeugt bin, kann ich keine Flucht riskieren. 98.4.7. Ich war mir sicher, dass die Verdampferspule funktionierte. So, did more experiments and he got help from one of the guilds, Dani guilds in Relation, and Catherine thinks that vorzustellen, wie ich schrieb, um meine Bücherei zu schützen. Ich kann nur hoffen, dass meine Söhne einst ihre niederen Begierden bereuen und sich ändern möchten. That it will work, and he's hoping Nachdem ich mit mehreren Flüssiggasen experimentierte und war wirklich in der Lage, in der leeren Seite des Sichtgeräts Spire verschwommen zu sehen. Aber ich brauche einen stärkeren Entstörer, um das Bild zu stabilisieren. Gildenmeister Andritus schlug vor, im Dach des Observatoriums mehrere Geoden zu installieren und sie mit einer Antenne zu konzentrieren. Das sollte die Frequenz genug verstärken, damit das Sichtgerät funktioniert.
So, he got help from Guildmaster and Tritus. Tritus, I don't know how to spell it in English, because they always spell the names differently in German, which is really annoying. Und war wirklich in der Lage, in der leeren Seite des Sichtgeräts Spire verschwommen zu sehen. Aber ich brauche einen stärkeren Entstörer, um das Bild zu stabilisieren. Geodes, Gildenmeister Andrite schlug vor, im Dach des Observatoriums reception. Mehrere 98, 6, 29. Erfolg. Ich konnte nicht nur Spire und Haven sehen, sondern auch mein Labor in Rhyme. Es war schwer, sich an den Kristallcode für Rhyme zu erinnern, da ich ihn lange nicht mehr brauchte. Ich muss bald eine vollständige Codeliste anlegen, aber momentan werde ich einfach Rhymes bei mir haben. 98, 10, 9. Ich wusste, dass meine Söhne großes Potenzial haben, aber heute hat mich Cirrus wirklich überrascht. Er hat Elektrizität erzeugt. Zumindest gehe ich davon aus, da das Sichtgerät mir kurz etwas zeigte, was ich vorher auf der Welt noch nicht gesehen habe. Es muss selbstgemacht sein. So, he said that he had success and he could see Spire and Haven. That's that are the prison worlds from the brothers. Spire is the one where Cirrus is trapped, and Haven is the one Ekanar is trapped in. But he also could see his laboratory in Rhyme, and he had to remember the crystal code, and that's why I wanted to look in this book, because that's the crystal code we need to see Rhyme. Also that he saw that Cirrus somehow got electricity in Spire, and that isn't something it wasn't something Atreus wrote into this age, so Cirrus had to do it himself somehow. Eine Störung destabilisierte das Bild, bevor ich mir das Gerät genau ansehen konnte. Aber diese Entdeckung zeigt, dass zumindest einer meiner Söhne das Beste aus seiner Situation macht. 98, 10, 15. Die Störung ist merkwürdig. Sie hat bereits mehrere Überprüfungen der Welten gestört. Obwohl ich zuerst dachte, dass es ein Problem mit den Geoden sei, glaube ich nun, dass sie im Unterschallbereich ihren Ursprung hat. Ich denke, dass die Antenne Schwankungen aus einer oder mehreren Welten aufnimmt. Dann könnte ich diese Schwankungen vielleicht verwenden, um zu hören, was in einer Welt vor sich geht. Ich muss das nochmal überdenken. 99, 4, 26. Es waren aufregende zwei Wochen. Katharina, Yisha und ich sind gerade aus Relation zurückgekehrt, wo ich die meiste Zeit damit verbrachte, mich... So it is writing about that probably the electricity from Spire is interfering with the crystal viewer, and he has to find a way to change it, because he can't get a clear view because of it. Mit den verschiedenen Gildenmeistern zu unterhalten. Ich bin überzeugt, dass die Form und Farbe der Kristalle ihnen individuelle Resonanzsignaturen verleihen. Wenn man die Resonanzen von 5 Kristallen kombiniert, entdeckt man ein globales Muster, eine Signatur, das für jede Welt einmalig ist. Gildenmeister Andritus half mir, Pläne für ein Filterinstrument zu entwerfen, das der Antenne helfen wird, sich auf die gewünschten Schwankungen zu konzentrieren. Ich werde in eine Welt hineinhören können. Morgen werde ich mit dem Bau beginnen. Ich werde Rhyme. So, he's telling that the different shapes of the crystals give different resonances. So, every age has its own unique signature. Als Grundkonfiguration verwenden, da ich dort das erste Sichtgerät bauen konnte.
99 7 21. Das Instrument ist fertig. Ich bin zu müde, um es zu testen. 100 1 2. Katharina versucht es zu verbergen, aber die Geräusche aus Achanas Welt trieben ihr die Tränen in die Augen. Ich musste ihr wieder versichern, dass er sicher ist und dass er nach den Bauten her zu urteilen sich an seine Umgebung angepasst hat. Ich habe sie schließlich überzeugt, aber ich weiß, dass sie sich Beweise wünscht. Ich fürchte, sie wird die Sache selber in die Hände nehmen. Ich muss gestehen, auch ich. So, Catherine, had a hard time to hide her feelings because the sounds from Haven, which is the prison world of Ekenar, made her cry, and Atrus had to ensure her that he is safe there, and that he already built housings and stuff. Das hier ist übrigens eins der Wohngebäude von Akenar in Haven. So, the picture here shows one of the living quarters in Haven, which Akenar built. Möchte mehr Informationen, als das Gerät bietet. Morgen werde ich nach Rhyme gehen. Ich habe eine Idee. Sowas wie ein bewegliches Auge, womit ich den Blickwinkel des Sichtgeräts verändern kann. Wenn es funktioniert, kann ich sehen, ob sich meine Söhne geändert haben. So you want to get a better view, to get something like a movable eye with a better possibility to view more of the worlds, so that he can look if his sons have changed. So I think that's the end. Ja, das ist das Ende. So, jetzt haben wir ja den Kristallcode und können den gleich mal eingeben. Was ich jetzt noch gucken wollte, hatten wir am Anfang hier hinten geguckt. Hier gibt es nämlich doch auch noch was, ne? Nichts Wichtiges. War mir jetzt noch nicht mehr sicher. Okay. Dann können wir jetzt den Kristallcode für Rhyme in das Kristallsichtgerät eingeben. Und gucken, ob wir mit Atrus Kontakt aufnehmen können. Verstehst du nicht, Katharina? Mit dem neuen System brauchen wir nicht mehr nach Rhyme. Wir können von hier aus die Welten unserer Söhne sehen. So, we have the crystal code. Oh, no, that's the wrong one. And we can put the code now into the crystal viewer and can take a look if we can see Rhyme. So we have red, light blue, yellow, green, and dark blue. And also we have to get the shapes correctly. Also wir müssen jetzt in jedem Dings einstellen, sowohl die Form als auch die Farbe. Das wahrscheinlich ein paar Mal aufmachen müssen. So, das erste war rot. Das ist hier quasi, hier stellt man die Farben ein. So hier you have to put the color. And here you can get the shapes. Da müssen wir die Form suchen. Das war ja hier dieses Feuer. Das sah ein bisschen aus wie so ein Flammending. Das müsste das hier sein. Und dann drückt man auf den Knopf. Und dann hat man das da. So. Hellblau. Das ist so zweigeteilt, ne? So. Next one is the light blue. Da gibt es jetzt zwei zweigeteilte. Wir haben einmal den hier und
Den hier und den hier. Okay, es sind drei. Ich glaube, das ist der. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mal. Wir probieren es jetzt mal. Not quite sure about this one. Next one is yellow. Und quasi etwa das. Ich glaube, der hier ist es. Hoffe ich mal. Wir gucken einfach. Der nächste ist in grün und hat, glaube ich, die gleiche Form. Und der letzte war dunkelblau. Aber jetzt habe ich die Form nicht im Kopf. So, he told us about a secret compartment in his bedroom, and that there's a really bad storm in Rhyme, so that he can't understand us. And Isha should make her homework, so we couldn't tell him what happened. Konnten ihm jetzt also nicht erzählen, was passiert ist und dass Isha gerade überhaupt nicht anwesend ist. Aber wir suchen jetzt mal nach diesem Geheimfach, von dem er erzählt hat. Und da er gesagt hat, dass wir einen Blick auf Haven und Spire werfen sollen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir da weitere Kristallcodes finden, die wir in diesem Kristall-Sichtgerät nutzen können. So, he told us about take a look at Spire and Haven, and I think that there will be more crystal codes for us to use with the crystal viewer. So, hier haben wir schon mal altbewährtes Codesystem, wie wir das aus Myst kennen. Ja, it's looking like a similar system they already had in Myst. Ich musste mal gerade nur wieder einen Schluck trinken, weil der Reizhusten gerade wieder ein bisschen schlimmer wird. So. Das
auf jeden Fall schon mal die eine Lampe, die wir hier für den Kamin brauchen. Und die andere ist, glaube ich, hier drüben. Aber jetzt drücken wir hier erstmal auf diesen Knopf, von dem wir uns erzählt haben. Wir haben jetzt hier zwei Bücher in Blau und in Rot. Blau ist Haven, Rot ist Spire, so wie es auch im Myst war. So, we have two books, a blue and a red one. The blue one is Haven. And the red one is Spire, like it was in Myst. Und ja, es ist mehr lesen. Es ist halt nur leider immer wichtig bei den Spielen. Auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist. Spire habe ich ihn genannt, denn dieses Bild stand mir vor Augen, als ich das Verbindungsbuch schrieb. Ein hoher Fels- und Kristallturm, der aus den Wolken herausragt, wie der Wachturm eines juwelenbesetzten Schlosses. Nun sehe ich die Welt und sie ist genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Schön und doch trügerisch. Vom Turm aus, auf dem ich sitze, sehe ich unter mir ein Wolkenmeer. Steinstufen führen auf sie zu und enden in einem leeren, terrassenähnlichen Bereich. Jahrhundertelang durch den Wind geschliffen, sind diese Stufen so glatt, dass ich fast dachte, sie seien handgefertigt. Aber wie könnten sie? So, he is describing a little bit of Spire and his first visit there. Hier lebte noch nie jemand. Die Stufen sind nicht das einzigste Beispiel für die Qualität der Illusionen, die ich in dieser Welt geschaffen habe. Kurz nach meiner Ankunft ging ich durch massive Bogengänge aus Stein, um zu sehen, wie es unter den Wolken aussieht. Ich spürte den Geist einer vergangenen Zivilisation neben mir. Dieses Gefühl wurde durch die harmonischen Geräusche um mich herum noch verstärkt. Ich hätte zu meiner Erbauung gerne herausgefunden, wo diese Geräusche herkamen. Aber es gibt Wichtigeres. He said that the world is completely uninhabited and that hier lebte noch nie jemand. Die Stufen sind nicht das einzigste Beispiel für die Qualität der Illusionen, die ich in dieser Welt geschaffen habe. Nachdem ich die Flora-Höhlen fand und sicherstellte, dass man hier leben kann, bin ich nun bereit zu gehen. Ich fühle mich in meiner Entscheidung, diese Welt, wenn nötig, als Gefängniswelt zu nutzen, bestätigt. Aber ich gehe nur ungern. Ich könnte noch so viel über die Kunst lernen, wenn ich länger hier bliebe und die Welt mit meinen ursprünglichen Intentionen vergleichen würde. Leider weiß ich, dass ich, wenn ich gehe und mein Mystbuch in den Wolken fallen lasse, niemals zurückkehren werde. Und ich muss gehen, denn ich muss noch eine Gefängniswelt besuchen. He said that he really wanted to stay longer, but he have to go because he has to visit the other prison world, and that when he is leaving this world, he will let the mist book fall through the clouds, so that it will truly be a prison, and no one will be able to use the mist book to get out of it. Das war das erste, glücklicherweise jetzt nicht so lang. So. Meine Großmutter Anna sagte immer, lass dich nie von einem Fehler entmutigen, Atros. Versuche daraus zu lernen und du wirst Großes erreichen. Heute in Haven sah ich ihre Worte wahr werden. Das zerstörte Schiff, das sich in den Damm in der Nähe des Ufers schmiegte, war genau das, was ich mir erhoffte. Eine solche mitreißende Vorahnung von Drama und Abenteuer, dass selbst mein Herz schneller schlug. Ich dachte daran, wie viel Spaß die Jungs. So, he says that he remembers his grandmother Anna, that she always said, don't let yourself get encouraged when you are making mistakes, Atris. And that you have to learn from them. And his first visit in Haven looked exactly like he wanted it to look, and that
His heart beat faster because he thought about his boys. Probably on the next page that they would have a lot of fun here. Wie ich in der Stoneship-Welt antraf, Emmett, Branch und Will hier hätten und wünschte, ich könnte sie herbringen, um hier zu spielen. Aber niemand darf Haven betreten, wenn es zu der Gefängniswelt werden soll, die ich geschrieben habe. Diese Welt soll nur die Möglichkeit bieten, ein Überleben zu sichern, auch wenn noch kein Mensch hier lebt. Haven besteht zum großen Teil aus einem tropischen Regenwald, der von Lebewesen zu wimmeln scheint. Ich sah einige, als ich Haven erkundete, aber sie halten Abstand. Oh, he didn't mean his sons, he means the boys from the Stoneship world, from the first Myst game. Emmett, Branch and Will, which is funny because they wrote down the original names here in German, but in the first game they completely renamed them, and their names were Emmett, Tim and Jan, which is totally awful, but yeah, that's what it was, so I'm happy to see that they didn't change it here. He also says that no one is allowed to go to Haven because it has to be a prison world and that there are lots of animals and that Haven is mainly a tropical jungle. Ich finde es ziemlich lustig, dass hier die Namen, also die original englischen Namen sind und nicht die aus dem ersten Spiel. Da haben sie sehr umbenannt in Tim und Jan anstatt Branch und Will. Einige Fruchtfresser starrten mich neugierig an, als ich unter ihren Nestern hindurchging. Da sie vorher noch keinem Menschen begegneten, fürchteten sie sich nicht vor mir. Vielleicht hätten sie sogar den Mut aufgebracht, Freundschaft zu schließen, wäre ich länger geblieben. Leider musste ich schnell gehen. Ich musste meine Myst-Büchersammlung beschützen, damit kein übereifriger Forscher über sie stolpern würde. Also musste ich schnell nach Hause. Ich sah mir nur noch den Sonnenuntergang über dem See an, schwamm zur Mitte und verließ Haven. Nun müsste das Verbindungsbuch versunken und zerstört sein. So bleibt heute nur noch eines zu tun. So he said that the animals weren't afraid of him because they never saw a human before. Also that he have to go soon to protect his books on Myst. And that he swam into the middle of the lake and that the Myst book is now sunken to the ground and has to be destroyed. Einige Fruchtfresser, bevor ich schlafen kann. Ich muss noch zwei Verbindungsbücher schreiben. Eines für Haven und eines für Spire, der anderen Gefängniswelt, und sie dann offen in der Bibliothek auslegen. Ich werde Cirrus und Achena davor warnen müssen. Und ich werde es anschließend natürlich Katharina erzählen müssen. So, er hat sie immer gewarnt vor den Welten, aber er hat ihnen nie verraten, dass es Gefängniswelten sind. Er hat immer nur gesagt, sie dürfen da nicht hin. Und es war ganz gut, dass er ihnen nie gesagt hat, dass das Gefängniswelten waren. Sonst hätten sie vielleicht noch viel mehr Unheil angerichtet, die zwei. So, he said he has to row two linking books to both worlds to display them open in his library in Myst. And that he has to warn Cirrus and Achena. And to tell everything Catherine. He warned his sons that they never are allowed to go into these worlds, but he never explained why, and that was his luck, because who knew what would have happened if Cirrus and Achena never trapped themselves. So, ich glaube, das ist hier das Ende der Welt. Sind beide netterweise nicht ganz so lang. So, jetzt haben wir den Kristallcode für beide Welten. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück und geben den Kristallcode ein und werfen mal einen ersten Blick in die Welten von Haven und Spire. Oder besser gesagt, in die Zeitalter von Haven und Spire, weil eigentlich heißt es ja nicht Welten, sondern Zeitalter. So, we now have the crystal code for both worlds, or better said ages.
And we can now go back to the observatory and try to get a first look at both worlds. Okay, klein und grün. Dann mit zwei Zacken in blau. Grün, blau, rot, gelb, hellblau. Den blauen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das der oder der andere ist. Hilft nur. Ah ja, okay, das stimmt. So. That's our first view to Spire. Wir können jetzt nicht mehr sehen als das hier. Glaube ich. Kann man ja nichts hin und her schieben. So, you can't see more than that.
da sehen wir ein Stück von Spire, von dem Schiff, von dem er in dem Buch geschrieben hat. So, that's part of... nicht Spire, Haven natürlich. That's part of Haven. That's the ship he wrote about. So, was ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob... Wenn wir ihn jetzt nochmal auf Rhyme kontaktieren, ob wir dann nochmal eine andere Nachricht sehen oder nicht. So, I'm not quite sure if we can contact him again on Rhyme and get another message from him. We will try. So. Können wir gleich das hier verlassen, sozusagen. Nur die gleiche Nachricht. Darüber erfahren wir also nichts Neues. So, it's the same message. Won't see anything else. Okay, dann. Es ist, denke ich, mal Zeit, nach dem Geheimnis im Kamin zu gucken. So, let's go and look if we can get to the secret room in the... in the fireplace. Lustigerweise, dass der Name hier da nie geschrieben ist, aber ich gehe mal davon aus, es heißt Catherine, Liebste. Wir müssen in dieser Angelegenheit zusammenstehen. Kannst du ihnen zuhören und vergeben? Alleine habe ich nicht die Kraft. Atris. Das war ein guter Tag. Ich wünsche mir so vieles, Atrus. Sag,
Haben wir wirklich das Richtige getan? That was a memory from Catherine. She is asking Atris if they have done the right thing and also that this was a very beautiful day. Jetzt sind wir in der geheimen Kammer, die sich unter dem Schlafraum befindet. Und man sieht hier, dass definitiv hier der Platz ist, wo die Explosion gewesen sein muss, weil es hat hier diese Türe hier komplett weggesprengt. So we are below the sleeping room from Catherine and Atris, and okay, that's the place where the explosion was, because we can see this part of the construction is completely destroyed and fallen to the side. Geduld, mein Schatz. Die Verbindungskammer ist fast fertig. Es fehlt nur noch ein Sicherheitssiegel. Wir werden unsere Söhne bald wiedersehen. Versprochen. So, memory from Atris, where he said that the connecting chamber is nearly done and that only a safety seal has to be installed. Und hier können wir jetzt schon sehen, dass da das rote und das blaue Buch ist, so we can see the red and the blue book from here. Quasi in eine der beiden Welten gehen. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne, glaube ich, noch den Rest von Tomana angucken, sofern, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir die Brücke überhaupt bewegen können. Ich weiß, dass das nicht, dass das erst wieder ab einem gewissen Zeitpunkt geht, deswegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn es nicht geht, dann werden wir definitiv mit einer der Welten anfangen. Ich muss sagen, dass ich Haven ziemlich gerne mag. Die ist optisch auch sehr schön und die Rätsel sind auch deutlich angenehmer. Spire ist eine sehr karge, kalte Welt, die halt echt nur aus... So ist der hochgefahren, glaube ich. Aus Stein... Fels und Kristallen besteht und es wirkt nicht sehr einladend.
Und die Rätsel sind einfach mördermäßig ekelhaft für Menschen wie mich, die keine Fans von Mathe sind. So, I wanted to check if we can take a look at the rest of Tomana before we go to one of the other worlds. Also that I like Haven. It's a beautiful world, and the puzzles are a lot nicer than the ones in Spire. Oh yes, we can. And Spire is a really unwelcoming place because it's completely built out of crystals and stone, and there's nothing more, and also that the puzzles are really hard, and especially for people who don't like math like me. So, wir haben hier quasi eine Art Veranda, die ich total toll finde, die überdacht ist, wo ich mir jedes Mal denke, ja, da würde ich mich auch gerne hinsetzen, Buch lesen, was trinken, was essen, die Aussicht genießen, das ist einfach total schön hier. So, I really like this part here, where you have this open space, but shielded from rain and sun. Can totally imagine to sit down here to read something or eat or drink and enjoy the view. Und hier haben wir natürlich ein Buch mit den Dani-Schriftzeichen. Also spätestens ab hier brauchte man das Internet nicht mehr. Man könnte sich jetzt quasi alles nachgucken, was die Symbole bedeuten, wenn man wirklich enthusiastisch ist. So, we have the Dani alphabet here. Ein bisschen mehr kurvig. Du weißt, dass ich erst 10 bin. Ich kann keine Welt erschaffen. Du erschaffst doch keine Welt. Mein Wüstenvogel. Du verknüpfst eine Welt. Na komm, ich zeig dir eine einfachere. So, that was Atris showing or teaching Yisha the art, and she said that she's only 10 and she can't create worlds, and Atris reminded her that she don't create the worlds, she just connects worlds, and also told her that her letters weren't completely correct. It has to be done right, that the linking books are working. So, ist das hier drin nett gemütlich? Ich finde das super urig und gemütlich hier mit den großen Sofas, den tollen offenen Feuerplatz. Kann man sich gut vorstellen, dass man hier schön gemütlich sitzen kann. Ja, das hier ist ja alles offen. Es sieht auch nicht so aus, als würde man das zumachen können, aber wir sind immer noch in New Mexico. Also ich denke, da ist das ganze Jahr über relativ warm. So dass man vielleicht abends hier mal ein Feuerchen braucht für, dass es nicht ganz so kühl ist, aber sicherlich kein Problem hat, dass der Raum hier das ganze Jahr über offen ist. So, yes, it's completely open here. But they're in New Mexico, so I think, I never was there, but I think it's pretty hot around the year, and even if it's a little bit cold in at nights when you're enjoying to sit here, you have the possibility to have a nice fire here. So, hier haben wir MS Cirrus. Steht auch extra dran für alle, die vielleicht die vorherigen Spiele zu dem Zeitpunkt nicht gespielt haben. Und wir haben Akenar. Und im Originalspiel wurde Akenar genauso wie Atris vom Rand Miller gespielt, von einem der Brüder, die die ersten Spiele entwickelt haben. Und Cirrus wurde von Robin Miller gespielt, der nur in den ersten zwei Spielen beteiligt war.
und die Firma dann verlassen hat. Der hat auch die Musik komponiert damals für die ersten beiden Spiele, weil er Kunst und Musik studiert hat. Auch die ganzen Konzeptzeichnungen und sowas gemacht. Und ja, Rand Miller, der den Aegis spielt und den Ragnar gespielt hat, ist bis heute bei Cyan Worlds. Das ist ja die Firma, die sie gegründet haben. Früher hieß es Cyan, jetzt heißt es Cyan Worlds. Und ja, die Arbeiten haben jetzt vor ein paar Jahren, das, was völlig an mir vorbeigegangen ist, das mit O neues Spiel rausgebracht. Also nicht in der, im Myst-Universum, weil die Spielereihe ist ja abgeschlossen. Und arbeiten jetzt an zwei Projekten. Erstens an mit einer Fan-Organisation zusammen an Riven VR. Und auch an einem neuen Spiel von Cyan Worlds, das Firmament heißen wird. Wenn er schlau ist, erkennt er die Falle, die ich ihm gestellt habe, und wird meine Königin in Ruhe lassen. Aber wenn nicht, könnte ich dieses Spiel in zwei Zügen gewinnen. So he's talking about someone which Aegis is playing chess with, and I know it's Cyrus plays regularly with him. Also ich weiß, dass er mit Cyrus Schach spielt, und man wird später in Spire auch ein Schachspiel, ein Schachbrett finden. So, und hier hinten haben wir dann quasi die Küche, die quasi vorne die Hitze gleich nutzen kann, hier für die Kochplatte, für den Herd. Sehr praktisch konstruiert. Vater kommt heute nach Hause. Warum benutzen wir keine besonderen Teller? Als Katharina oder Catherine mit Vater kommt nach Hause. Also sie meint sicherlich nicht gehen, der ist ja nun weggesperrt. Ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht ihren Vater meint. Ansonsten. Oder sie hat mit Yisha gesprochen und meinte Aegis. Das wird wahrscheinlich am ehesten sein. Denke ich mal. So, haben wir hier irgendwas. Ist auf jeden Fall auch eine sehr urige Küche, finde ich. I like the kitchen. Und, na, wir befinden uns immer noch in den 1800ern. Aber sie haben fließend Wasser, was schon wirklich Luxus ist. So. If we remember that the game is playing around the 1820s, so having running water in the house is really luxury for this time. Du machst dieses Essen nicht oft, stimmt's? Vielleicht sollten wir die Pfanne verstecken, bevor Mama nach Hause kommt. It seems that Aegis has destroyed the pan, and Yisha asks if they should hide it before Catherine comes home, probably because she gets angry when he is destroying her stuff. Okay, ich glaube, hier haben wir jetzt mehr nicht. Aber ja, ich finde dieses Kochhaus ziemlich cool. Wir haben hier oben auch eine offene Öffnung. Kann der Rauch quasi gleich raus. Ja, ist schon wirklich, wirklich hübsch, finde ich. Design. So, jetzt können wir uns noch Yishas Zimmer angucken. Das ist quasi hier das Haus, das ein bisschen weiter unten ist. Wir können jetzt schon von hier sehen, dass es da irgendwie zwei Etagen
zu geben scheint. So, we can see already that Yisha's room seems to have a lower level as well. So, we will take a look. Ja, man sieht, Yishas Haus ist ziemlich tiefer und man kann hier auch einen Blick auf die Höhle werfen, die unten drunter hier ist. So we can see the cave here a little bit with the linking chamber. Auf jeden Fall ein Haufen Bücher in Dani. So, Yisha has a lot of books written in Dani. Sieht nach einem Spiel aus. Looks like some sort of game. Sieh nur, Mama, was Sirus mir gemacht hat. Eine Wasserbegleiterin, genau wie ich sie ihm beschrieben habe. Ist sie nicht schön? So, Yisha told Catherine that Cirrus has made this crystal figure for her after a description. And we will see inspired that he does a lot of crystal carving. Also er macht da viel so Schnitzereien aus Kristallen. In Spire auch nicht wirklich super viel, was man machen kann. Deswegen, also wenn ich mir eine Welt aussuchen müsste von den beiden, wo ich eingesperrt sein würde, dann würde ich definitiv immer Haven bevorzugen. Das ist einfach hübscher. Und man hat auch deutlich mehr Möglichkeiten und im Gegensatz zu Spire gibt es Tiere, was jetzt vielleicht nicht nach viel klingt, aber ich glaube, wenn man wirklich so ganz alleine ist, permanent, dann sind Tiere doch ein schönerer Begleiter, als wenn gar nichts da ist. So, wird offensichtlich ein Aquarium. Sie wäre ja nun kein Mitglied der Familie, wenn sie nicht auch irgendwie Tagebuch oder sowas schreibt. Montag. Ich habe dieses Buch bekommen. Papa gab es mir. Ich werde jede Nacht was schreiben. Dienstag. Morgens haben wir Teilaufgaben gemacht und nach dem Essen ein Puzzle. Mama und ich haben im Spaßclub in die Sterne geschaut. Donnerstag. Ich habe nicht viel gemacht. Sonntag. Wir haben heute meinen Bruder besucht. Er hatte ein Geschenk für mich, aber Papa schickte... So, Yisha got this book from Atris and she tells about the week, what she did. And on Sunday they visited one of her brothers. Mich heim, bevor ich es sehen konnte. Ich war traurig. Papa sagte später, es seien nur Knochen gewesen. Ich sollte mich nicht fürchten. Aber es war kein böses Geschenk. Achena sah so traurig aus. Montag. Es war heiß. Ich war den ganzen Tag am Wasser. Samstag. Papa und ich waren heute an einem richtig schönen Ort. Er heißt Serenia und die Leute sind so nett. Sie vergessen nie was, denn wenn sie vergessen, erinnert die Erinnerungskammer sich für sie. Ich ging rein und sah die Erinnerungskugeln an der Decke, so wie Cirrus es sagte. So, they visited Akenar, that was the brother they visited, and Atris sent Yisha home because he didn't wanted her to see the present Akenar made because it was made of bones and she
he didn't want to that that she feared. Oh, damn it. It's too late. Yeah, but she also wrote that Akana looked very, very sad about it, and also that they visited Serenia, and it's a lovely place, and the people are nice, and that the people of Serenia never forget anything because they have a memory chamber, which contains all the memories. Michael, bevor ich es Montag. Mama sagte, es sei zu früh, um zurück nach Serenia zu gehen. Ich weiß nicht, ob meine Erinnerungen in einer Kugel sein sollen, wenn ich tot bin. Vielleicht brauche ich sie. Donnerstag. Sirus und Achena wollen beide dem Spaßclub beitreten. Mittwoch. Endlich hat Papa gesagt, dass wir morgen Anya besuchen können. Sie kümmert sich um die Erinnerungskammer. Sie ist eine der Hüterinnen. Nur Frauen können Hüterinnen sein. Männer bleiben im Dorf und reparieren Dächer und so. Donnerstag. Heute habe ich in Serenia das coolste Wesen gesehen. Es war aus Wasser, aber wurde ängstlich, als es mich sah und zerstob. Papa sagte, es muss ein Fisch gewesen sein. Aber er hat es nicht gesehen. Mama glaubte mir aber. Freitag. Anya sagte, ihr Volk legt ihre Erinnerungen in Kugeln ab, sodass ihre Familien sie im Traumreich besuchen können. Sie sagte, ich könne auch dorthin, müsse aber lernen, wie. Und ich brauche eine Begleiterin. Vielleicht bekomme ich das nächste Mal eine. Sonntag. Ich habe heute das beste Geschenk bekommen, das ich mir vorstellen kann. Eine Begleiterin-Statue. Sirus hat sie geschnitzt. Sieht komisch aus. Er richtete sich nach dem, was ich erzählte. Er weiß genau, welche Fragen er stellen soll und hört besser zu als sonst jemand. Freitag. Vor dem Essen haben Papa und ich das Schloss an meinem Bücherschrank ausgetauscht. Da ich Dani lerne, könnte ich die Einbände ändern und stattdessen jeden Namen nutzen. Ich vergesse auch nicht bei älter. So, she talked a little bit about Serenia, how the people memory will be stored in memory orbs, and that people of Serenia can visit their families we are that way in a dream world, but you have to get someone who I don't know the best translation for it, something like a guide, and that she saw a water-like creature which is a water guide, and she described it Cirrus, and he made a crystal statue out of it, and that he is very good at listening. Also, that they changed the lock on her Anya sagte, ihr Volk legt ihre Erinnerungen in Kugeln ab, sodass Dani ist. Er sagte, es muss wirklich das letzte Mal sein, aber er war froh. Donnerstag. Nicht viel getan, aber morgen lerne ich auf Serenia träumen. Ich werde in den nächsten Monaten keine Zeit haben, um zu schreiben. Sonntag. Anya hat mir heute eine besondere Kette geschenkt. Mit ihr kann man Erinnerungen aufnehmen. Sie sagte, dass einige sie besser halten als andere und dass nur die stärksten Erinnerungen gezeigt werden. Ich habe sie zu Hause sofort berührt und es funktioniert. Ich zeige sie allen meinen Freunden. Erinnerungen aufnehmen. Sie Sorry. Sagte, dass einige sie besser halten als andere. She's talking about that she is learning how to dream in Serenia, and also that a little bit about the amulet, the necklace she got from Anya, and that some people can dream better than others, and some
Damn it. Some memories are stronger than others. Bitte kann ich es heute anziehen, Mama? Nein. Du willst doch, dass es bei der Zeremonie auf Serenia hübsch aussieht. Anja hat mir erzählt, dass du eine besondere Kette bekommst. Das hier sieht ja ein bisschen komisch aus, aber man kann da gerade aktuell nichts machen. Wo wir aber noch was machen können, ist an dem Bücherschrank. Und sie hat ja schon gesagt, sie kann sich nicht merken, wegen wer älter ist und wer nicht. Und wir haben ja die Übersetzungshilfe schon gehabt, ne? Sodass man jetzt hier quasi auf den Rücken der Bücher verschiedene Namen lesen kann. Und es geht hier um die Namen der Familie in der korrekten Reihenfolge bezüglich des Alters. So, you have to use the translation help for the dummy writing to know which book contains which name, and you have to click the books in the right order. Connection to the age. That's what Yisha wrote in her diary. Schauen wir mal, ob das jetzt gleich stimmt. Öffnet hier das nur wieder. So, und das ist eigentlich auch ziemlich cool, finde ich persönlich. Yisha hat hier quasi so eine richtig schöne Plattform, wo man die Füße ins Wasser hängen lassen kann, wo man hier reinhüpfen kann und schwimmen gehen kann direkt. Ist wahrscheinlich nicht sonderlich warm, aber es ist ja immer frisches Wasser ist. Und man sollte auch sicherlich nicht zu nah da hinten hingehen, da ist ja der Wasserfall. So, Yisha has a really nice deck here, so she can put her feet in the water or go for a swim. It's probably not that warm because it's always fresh water, but and you also don't should go near the waterfall, but it looks like she swims and dives and snorkels hier. Also auf jeden Fall hier ein Schnorchel und Taucherflossen. Also ich denke mal schon, dass sie öfters mal hier schwimmt. Wieder der Vorteil, sag ich mal, wenn du hier so alleine lebst und so, dass kein Schwein hier reingucken kann, ist rein theoretisch brauchst du auch keine Schwimmklamotten, weil sieht dich eh keiner außerhalb der Familie. Malen tut sie offensichtlich auch.
sonst, glaube ich, gibt es jetzt hier nicht wirklich was so. There's nothing more to do here. Ist auch irgendwie ein nettes Gimmick, dass das von der oberen Plattform hier runterleuchtet. Finde ich. So, was wir jetzt aber noch bekommen haben. Ach, das geht schon wieder zu. Ist noch ein Kristallcode, und zwar den für Serenia. Das heißt, wir können jetzt noch einen Blick nach Serenia werfen, bevor wir dann in die Gefängniswelten gehen. Und sie hat auch einen dicken Licht, sehe ich gerade. Aber, und das finde ich hier ja besonders clever gelöst, sie hat hier erstens mal diese super gemütliche Bettecke, aber sie kann hier auch den Vorhang zuziehen, sodass sie da nicht so viel Licht abkriegt. So, I think it's better soft here. First, it looks so so nice and comfy here in this space, but also she has the possibility to make it darker. I think that's better than to get woken very early with from the light.
glaube, ich habe noch nie das Spiel gespielt und habe beim ersten Versuch bei allen drei Welten den richtigen Code eingegeben. Ich habe irgendwie mit den Formen immer so ein bisschen Probleme gehabt. Aber ja, da sehen wir einen Blick auf Serenia. Einen ersten. So, we get a nice first view to Serenia. Which is very similar in climate and water way to Riven, like tropical island style. Das ist so ein bisschen wie bei Riven mit diesem tropischen Insel-Feeling. Waren wir noch nicht in den Räumen, in denen wir in Myst 3 ja waren, und zwar in dem Solarium und in dem Büro quasi von Atris. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da jetzt schon reinkommen oder ob das erst später geht. Wir können mal einen kurzen Blick dahin werfen. So, we didn't visit the Solarium and Atris office, which we saw in Myst 3. I'm not quite sure if we can go there at the moment, but we will take a little look. Ist die Tür hier so ein bisschen versteckt? Man sieht sie nicht ganz so gut. Okay, sie ist noch verschlossen, so jetzt locked. Da scheinen wir aber nichts machen zu können hier an dem. Ah, mehr Reading. Ich war gestern in Haven. Ich roch den Strand, bevor ich ihn sehen konnte. Während mein Sehvermögen langsam wiederkehrte, atmete ich tief ein und aus. Ich hatte Atrus nichts davon erzählt. Es hätte zum Streit geführt, da er meint, es sei zu gefährlich, bevor die Verbindungskammer nach Tumana fertig ist. Aber der Bau dauert und ich konnte nicht länger warten. So, it's Catherine's book, and she talked about she has gone to Haven before the linking chamber was ready, and she didn't tell told Atris because he would be angry. Der Anblick des Schiffswracks erfüllte mich mit plötzlicher Furcht. Natürlich wusste ich, dass es da sein würde. Ich hatte es schon oft in Atrus Sichtgerät gesehen. Aber als ich es zum ersten Mal wirklich sah, realisierte ich, was wir getan haben. Ich stellte mir vor, was mein Sohn mir sagen würde. Und der Mut verließ mich wie Sommerwein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich fühle mich betäubt. Die Kammern waren meine Idee. Die Kunst so zu nutzen, dass in jede Welt ein sicherer Raum eingefügt werden kann. Mit soliden Wänden, die kein Mensch zerstören kann. So, the linking chamber was her idea to get a safe room embedded in the worlds with the art. So, that they will be indestructible by any human, so that they could visit the worlds without any danger.
and she really suffered with what they have done to their sons, that they let them be trapped there. Nur so konnten wir riskieren, unsere Söhne zu besuchen und ein Verbindungsbuch nach Tomana zurückzulassen. Es dauerte Monate, bis ich Atrus dazu überreden konnte. Aber die Kammern stehen jetzt und ich kann zum ersten Mal seit Jahren mit meinen Söhnen reden. Weiß aber nicht, was ich sagen soll. Wie soll ich unsere Entscheidung erklären, wenn die Not und Isolation sie nicht dazu führte, zu bereuen, so wie wir hofften? Welche Worte würden ihre Wut schmälern? Es sind Wochen vergangen und ich habe noch immer nicht den Mut, zurückzukehren. Vielleicht ist es besser. Atrus war darüber nicht sehr erfreut. Er bat mich, mich in Geduld zu üben und setzte die Gilde der Steinmetze unter Druck. So obviously the one of the builder guilds of the Dani helped them and it took a long time to build the chambers, and Catherine also writes about her anxieties about what to talk to their sons and how to explain their. Heute erhielten wir die Nachricht, dass Tomanas Kammer in 2 Tagen fertig sei. Hätten wir dafür die Kunst einsetzen können, wie bei den Kammern in den Gefängniswelten, wäre sie schon fertig. Aber wenn man es manuell macht, dauert alles länger. Atrus freut sich schon, unser Schlafzimmer wieder nutzen zu können. Ich sollte mich auch freuen, aber ich frage mich, wie werde ich schlafen können, wenn unsere Söhne nur eine Wand weiter sind? Wie werden sie uns begrüßen? Wie sehr haben sie sich von den lachenden Jungs verändert, die mit ihren Spielzeugschiffen in Mist spielten? Damals waren sie glücklich. Wir waren es alle. Anna lebte noch. Und die Liebe unserer Familie war grenzenlos. So, she remembers the good days in Mist, when Anna was still alive and the boys were little and the life were full of happiness and... She is also writing that the linking chamber here in Tomana has to build by hand, so that's the reason why it took so long. And she is also happy when they can use their bedroom again. And also that she is asking herself if she is able to sleep well when practically their sons are only a wall away. Dann starb Anna und unsere Welt löste sich auf. Um über den Schmerz hinwegzukommen, vergrub sich Atrus in Arbeit und verbrachte immer weniger Zeit mit den Jungen. Cyrus war 8 und sah es wohl als Ablehnung, aber selbst damals war er zu stolz, um es sich anmerken zu lassen. Und Achina? Er wusste nie, wie er seine Gefühle richtig kanalisieren sollte. Ich entschuldige nicht ihre Verbrechen. Cyrus und Achina zerstörten so viele Leben auf schrecklichere Art, als Annas Tod unseres zerstörte. Deswegen unterstützte ich Atrus' Entscheidung und ließ meine Söhne so viele Jahre dort. Aber ich kann meine eigenen... She wrote that Anna died and practically their world was... I don't know... start to crumble, that Atrus dig himself into work and had less and less time for the boys, and Cyrus was only 8 years old and he thought his father wouldn't want him anymore and was too proud to show it. Aknar never was good at controlling his feelings, and that she is not, she don't want to excuse their actions, but
They did a lot of cruel stuff, and that's why she supported Atris in their decision, but yeah, I have dann to read the next page. Und unsere Welt löste sich auf. The rest of the Schuld sentence. Nicht entfliehen. Denn als Cyrus und Achena mich am dringendsten brauchten, habe ich zu sehr gelitten, um es zu sehen. Ich bin zerrissen. Ich bin zwischen der Liebe einer Mutter zu ihren Kindern und ihrer Loyalität zu ihrem Mann zerrissen. Ich weiß nicht, ob... Es ist so schwer. Atrus und Achena versuchen zu reden. Und es ist, als durchbohren Messer mein Herz. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Achena spricht nur von Gefühlen. Atrus fürchtet, er hätte aus seinem Sohn einen Wilden gemacht. Yeah, that she cannot run from her own guilt. That as Cyrus and Ekenar needed her the most, that she was suffering too much to even realize it, and that she feel ripped apart between the love to her sons and the loyalty to her husband, and it's really hard. And Atris and Akina promised to talk to each other, but that Akina only talks about feelings, and Atris fears that he has made a wildling out of his son. Nur meine Gegenwart verhindert eine Eskalation. Mit Cyrus ist es einfacher. Sie beide lieben die Wissenschaft. Cyrus' Wunsch, über seine Fortschritte zu reden, entfacht in Atrus einen ähnlichen Enthusiasmus. Aber selbst dann ist Atrus nicht überzeugt. Er kann ihnen nicht vertrauen, da er weiß, welche Monster sie waren. Ich muss das irgendwie lösen. Ich muss Atrus' Zweifel beseitigen und ihm helfen, Dinge zu sehen, die er nicht sehen kann. Ich habe lange nichts mehr geschrieben. Ich dachte, ich hätte es vielleicht verloren. Aber beim Umtopfen habe ich es hinter einem der Brutkästen gefunden. Muss da hineingefallen sein, als Atrus den Generator neu konfiguriert hat. Egal, ich hab's jetzt. Yisha fragte mich, ob Atrus und ich uns noch... Sorry. That it's easier for Atrus to talk with Cyrus, because Cyrus also loves science, and that Cyrus, when he talks about his own studies and stuff, that he easily gets Atrus to enthusiasm, and still Atrus can't trust them because of all the things they've done, and Catherine feels like she needs to clear all of that. Streiten. Sie saß am Tisch über ihren Hausaufgaben. Sie konzentrierte sich so sehr darauf, dass ich nicht glaube, dass sie meine Reaktion gesehen hat. Wir haben immer darauf geachtet, nicht in ihrer Gegenwart zu streiten. Ich hätte wissen müssen, dass sie es merkt. Meine Tochter schrieb die Dani-Worte so konzentriert. Und ich erinnerte mich, dass ich Atrus leicht überreden konnte, sie die Kunst zu lehren. Er hat sie Cyrus oder Achna nie gelehrt. Er begann damit, deswegen schrieb er Yanami. Aber er fürchtete, dass sie es missbrauchen würden, also hörte er auf. Bei Yisha macht er sich keine Gedanken. Er sieht, wie neugierig sie ist und wie einfühlsam sie sein kann. Man sieht, wie sehr er sie liebt. Cyrus und Achena sehen es wohl auch. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, so liegt sie bei ihr. So, Catherine's hope lies in Yisha, because practically Atrus is teaching her the art, and he
has no fear that she will misuse this knowledge, because he sees how sensible she is with another person's feelings, and also that he started teaching Cirrus and Akana the art, but then stopped because he was fearing they would misuse this knowledge. That was the original reason he wrote Jananin, which we visited in Mist 3. Die Streitigkeiten dürfen Sie nicht aufregen. Morgen spreche ich mit Arthus darüber, einige Tage nach Tay zu gehen. Vielleicht hilft diese Zeit mir, alles aus der rechten Perspektive zu sehen und herauszufinden, was ich tun muss. And she is talking about visit to go to for a visit to Tay, and Tay is the new home of the Rivenese people and the rebels of Riven, the Moieti, which Catherine wrote in her time. In, die Streitigkeiten dürfen Sie nicht aufregen. So da mit Tay. Die Streitigkeiten dürfen Sie nicht ist, die neue Heimat der der Leute von Riven und der Rebellen gemeint, die wir ja aus Myst 2 kennen. So haben wir das auch gelesen. Gucken wir noch einmal kurz hier rüber auf den anderen Schreibtisch. So, we will take a look here. Nicht anfassen! Du ruinierst mein Experiment! So, it's Yisha's experiment, and she told her parents not to touch it because she fears that they will ruin it. Okay, wir haben wir hier nicht. Und das Einzige, wo wir jetzt eigentlich noch nicht waren, ist, wir sind hier noch nicht runtergegangen. Ne? Wir waren in dem vorderen, waren wir ja schon unten. Aber hier waren wir noch nicht unten. Ich weiß gar nicht, kann man hier auch irgendwo runtergehen? Oder geht das bei dem nicht? Sieht so aus, als kann man hier nicht runtergehen. Nee. Okay. Dann haben wir jetzt hier wirklich alles gemacht. Mehr können wir aktuell nicht machen, es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Ich weiß nicht, ob hier noch eine Erinnerung unten ist. Das könnten wir jetzt noch einmal schnell gucken. Ah. Praktisch, praktisch. So. Das ist nur ein Teil unseres Stammbaums. Wenn wir wollten, könnten wir unsere Vorfahren bis zu deren Ankunft in Dani zurückverfolgen. Das ist ziemlich beeindruckend, wenn man überlegt, dass die da 7000 Jahre lang gelebt haben, die Dani. Also 7000-jähriger Stammbaum, da ist schon einiges. So, Adrus told Yisha that's only a part of their family tree and that they practically could write down all generations until the arrival of the former Rone people in Dani. That's when they changed the name from Ronai to Dani. And that's around 7,000 years. So that's a really long family history. Dass ich das jetzt mal überlegt. 7,000 Jahre. Das ist schon abartig lang für einen Familienstammbaum. Also ich kann mütterlicherseits tatsächlich bis Ende 15. Anfang 16. Jahrhundert nachverfolgen. Da hat sich einer meiner Onkels mal wirklich die Mühe gemacht,
und das nachverfolgt. Und wir können sicherlich, wenn jemand jetzt von uns Französisch könnte und nach Frankreich gehen würde und da weiter recherchieren würde, würde man vielleicht sogar noch mehr rausfinden. Aber das ist der Grund, warum es quasi da aufhört, weil die Vorfahren meiner Mutter bei der Hugenottenverfolgung von Frankreich nach Deutschland geflohen sind. Das heißt, meine Vorfahren mütterlicherseits kommen aus Frankreich. Und deswegen hat mein Onkel natürlich hier in den deutschen Archiven nichts weiter darüber gefunden, weil die halt zu dem Zeitpunkt da noch nicht da waren. Also nicht in Deutschland waren. So, gucken wir mal, ob sich das gemerkt hat. Ich meine, ja. Es ist sehr praktisch, dass man es nicht jedes Mal eingeben muss. So, I just said that I can track down my mother's line around 400 years. We have a family tree, which the first dates are from around end 1500, around beginning 1600. And the reason why it stops there is only because my uncles, which have done the research for the family tree, never has gone to France and did research there, because my ancestors from my mother's side came originally from France. So, jetzt haben wir quasi die Qual der Wahl, welche Welt wir als erstes nehmen. Und da ich Haven deutlich, deutlich lieber mag als Spire, machen wir das nicht so Schöne zuerst, dann haben wir es hinter uns. So, I choose Spire as our first age to visit, because I don't like it at all. And I thought we would take the nicer one for the last of the two. So, was zumindest schön ist hier, ist der Sternenhimmel. So, there is a little bit of beauty in this world. I'm sure there are fans out there which really enjoy Spire or like it. I'm not so much, but the night sky is really, really lovely. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt irgendwo Fans, die diese Welt gerne haben und die toll finden. Ich mag es persönlich jetzt nicht so gerne. Okay, es ist 14:45. Erschreckenderweise. Ich würde sagen, hier mache ich jetzt für heute Schluss. Sind ja jetzt doch ganz gut weit gekommen. Und dann können wir mit Spire schön beim nächsten Mal weitermachen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich am Freitag nochmal einen Zockstream mache oder ob ich dann die Kunst nachhole, die heute hätte stattfinden sollen. Das kommt ein bisschen drauf an, wie es mir gesundheitlich geht. Wenn es mir so weiterhin so geht wie heute, dann würde ich eher nochmal zocken und dann Kunst auf nächste Woche verschieben. Schauen wir mal. Das entscheide ich dann am Freitag. Je nachdem. Genau, und dann können wir mit Spire weitermachen und dann kommt Haven im Anschluss und ja, dann noch ein bisschen was anderes, was ich jetzt noch nicht so verraten werde, aber ich meine, dass wir jetzt Haven und Spire sehen und angucken werden. Das ist klar, das haben wir jetzt aufgrund der Verbindungsbücher ja schon rausgefunden. Das ist, denke ich, jetzt hier eine ganz praktische Stelle für einen Cut.
Und damit möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für alle, die heute da waren und die so lange jetzt dabei waren, weil ich sehe, es sind immer noch Leute da. Super, super vielen lieben Dank, dass ihr wirklich bis kurz vor zwei mit mir hier dabei wart. So, I would stop here for now, it's nearly 2 a.m. So, I have to get some sleep. Thank you very, very much for everyone who stayed that long. I hope you enjoyed this game so far, and I will do my next stream on Friday evening regularly at 8 p.m. German time. I'm not quite sure if I will do another game stream, because normally Fridays I do the gaming stream, or if I will do the art stream, which I would have done today. So I will have to look how my cold is at the end of the week. If it's similar to today, then I will probably be, it will be another gaming stream. And if I'm well, then maybe I will do the art stream instead of today. We will have to see. I will decide this on Friday. So thanks a lot. I hope you have enjoyed it, and if you're living in a country far away, which the day has started, or it's in the middle of the day, then I hope you have a nice day. Or if you are in the Europe area also, then nice evening and a good night. Thank you a lot. Ja, dann vielen Dank und lasst es euch gut gehen. Schlaft schön. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Hope to see you on Friday. Bye.